Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelen, zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, weiter geht's hier in Nuvaria City. Ja, hier sind wir, Nuvaria City. Hier wird Tradition noch groß geschrieben. Alles klar, wir gehen erstmal das Pokémon-Team heilen und dann schauen wir weiter. Ist denn da? Oh, hallo, Sven. Möchtest du auch dein Team heilen lassen? Pokémon Center sind schon etwas Feines. Wenn du mit der Frau hier sprichst, als dein Pokémon-Team. Und in dem PC, da du kannst du gefangene Pokémon lagern. Wenn du viele Pokémon fängst, werden diejenigen, die nicht mehr in den Team passen, da auf einen PC übertragen, nicht wahr? Dort findest du sie dann. Übrigens solltest du dir im Pokémon-Supermarkt Pokébälle und Tränke auf Vorrat kaufen. Die Pokémon-Supermärkte befinden sich im hinteren Bereich des Pokémon-Center. Danke, ich brauche da nicht unbedingt eine Erklärung für. Ich weiß, wie es geht. Hab schon einige Editionen gespielt. Na komm, lad mein Pokémon-Team auf. So. Team wird wieder fit gemacht. Zack, zack, zack. Geht ganz ruckzuck. Und dann ist mein Team wieder topfit. Hervorragend. Hat Tiere nur noch was zu sagen? Übrigens solltest du dir im Pokémon-Supermarkt ein paar Pokébälle und Tränke auf Vorrat kaufen. Die Pokémon-Supermärkte befinden sich im hinteren Bereich des Pokémon-Centers. Ich weiß, das sagtest du bereits. Gibt's hier was Neues? Nein, nur Pokébälle und Tränke. Kenn ich schon, habe ich schon. Brauch ich nicht. Habe ich noch nicht so viel von verschwendet. Ah, die ganzen X-Tempos-Abwehrer. Megablock, was ist das? Nein, da bin ich nicht so sehr interessiert dran. An diesen Items. Na, okay. Lassen wir es mal gut sein und gehen mal ins nächste Haus hier. Ein bisschen shoppen. Da gibt's Klamotten. Und gehen wir mal nach Klamotten shoppen. Hallöchen. Schnapp dir ein paar Artikel aus dem Sortiment und entscheide in der Umkleidekabine, welche du gerne kaufen möchtest. Okay, hier gibt's Mützen, wie es ausschaut. Tabbies und Mützen. Da haben wir eine Fedora. Pop-Anstecker. Ah, okay. Das ist eine Schirmmütze. Nein, die möchte ich noch nicht kaufen. Eine Pokéball-Kappe. Und ein blauer Kanotier. Einfach mal anprobieren, einfach wie es ausschaut. Oder müssen wir es kaufen, damit wir wissen, wie es ausschaut. Okay, so ein Modell kriegen wir hier. Kaufen wir das dann auch gleich? Joa. So scheiße sieht es doch gar nicht aus. Ah, jetzt kann ich noch die Auswahl ändern. Joa. Ich glaube, das nehme ich erstmal. Kann man so lassen, oder? Ich glaube, das passt. Kann man machen. Wow, dieser Look steht hier wirklich extrem gut. Damit kommst du auf insgesamt 2 Artikel und 3600 Pokédollar. Möchtest du sie kaufen? Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es bestimmt machen. Na toll. Kann ich die mit so ohne Sticker kaufen? Also ohne Blume? Na, Mist. Das wäre es gewesen. Schirmmütze 3000. Kann es mir nicht leisten. So ein Mist. Die Kanotier kann ich mir leisten. Und die Pokéball-Kappe auch. Die
Fedora kann ich mir nicht leisten. Hm, naja. Hm. Versuchen wir das mal mit der. Ja. Hm. Okay. Recht gewöhnungsbedürftig. Aber okay. Dann in der Kombi mit ein paar Pop-Up-Stickern drauf. Ja, kann man doch machen. Oder? Recht, das geht wieder nicht. 1300. Oh, passt. Nehmen wir. Ist zwar das ganze Geld, Alter, aber da haben wir noch einen hübschen Hut. Schau bald mal wieder vorbei. Ja, kommt vor, dass ich mal wieder vorbeischaue. So. Ein neuer Hut ist der erste Weg zum neuen Stil. Im Hautgras tummeln sich so viele wilde Pokémon. Da fühlt man sich wie im Paradies. Na denn. Wenn du dich im hohen Gras wie im Paradies fühlst, dann ist ja alles gut. So, was geht mit euch? Hallöchen, will mit dir sprechen. Viola, die hiesige Arena-Leiterin, ist eine begnadete Fotografin. Wir suchen immer verzweifelt nach Pokémon vom Typ Kämpfer, Käfer. Mit deren Fotos wir die Wände der Arena schmücken können. Fotos von Trainern. Die Wände der Arena. Okay. Man kann in der Kalos-Region eine ganze Reihe von Orten entlang. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge über sie erzählen? Okay. Hau rein. Bei welchen Orten soll ich dir etwas erzählen? Krabbelohren, Wallohren, Raufohren, Blattohren, Ampereohren, Feenohren, Psyohren, Elsbergohren. Abbrechen. Ah, okay. Fangen wir mal mit dem Krabbelohren an. Die anderen interessieren uns momentan noch nicht so sehr. Meine Krabbelohren in deinem Besitz freue ich mich auch ein bisschen mit 30. Auf welchen Ohren soll ich dir etwas erzählen? Nee, lass mal. Das reicht fürs Erste. Haben wir die Informationen, die wir brauchen für diesen Part. Informationen. Und so schaut's aus. Und was ist mit dir? Ich frage, was ist mit dir? Wenn sich ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Du und dein Fink zum Beispiel. Ihr lernt euch langsam aber sicher besser kennen, nicht wahr? Ja. Sicher. Drückst du während der Entwicklung eines Pokémons den B-Knopf, erschreckt es und bricht den Vorgang ab. Das nennt man einen Entwicklungsstopp. Wusste ich schon, danke. Danke trotzdem für die Info. So. Was macht das kleine Mädchen hier draußen? Können wir mit ihm reden? Pokémon sind wirklich faszinierende Wesen. Wenn ich den Lehrern in der Trainerschutz höre, komme ich aufs Staunen gar nicht mehr heraus. Okay, okay. Und in diesem Haus? Das Stadion los. Hallöchen. Im Tausch erhalten, Pokémon sind leichter zu trainieren und gewinnen schneller an Stärke. Wenn du allerdings nicht genügend Arena-Orden deinen eigenen kannst, hören sie nicht auf dich. Ja, Basiswissen, was hier vermittelt wird. Wenn wir miteinander Pokémon tauschen, machten uns das zum Bekannten. Hast du allerdings ein Skippel, das du gegen einen Porenta tauschen möchtest? Eventuell steht er. Eventuell. Nein, ich habe keinen Skopper. Ein kleines Koppel. Wenn ich eins hätte, würde ich es gerne tauschen. Ein Porenta wäre schon hübsch. Könnte man machen, würde sie anbieten. Das ist wirklich schade. Sollst du es dir anders überlegen, weißt du ja, wo ich du mich findest. Ja, vielleicht fangen wir uns tatsächlich noch ein Koppel, kriegen dadurch ein Porenta. Na du? Das Warenangebot in den Geschäften reißt dich wohl nicht gerade vom Hocker. Wie? Dann sieh zu, dass du mehr Arena-Orden bekommst. Denn je mehr Orden du hast, desto mehr Artikel kannst du in denen kaufen. Ah, so ist das also. Na dann, müssen wir uns wohl den Orden abholen. Dann können wir uns neue Klamotten kaufen. Ja, der Hut war jetzt auch nur zweite Wahl. Also, ja. Unser Getränkeangebot. Kaffee, heiße Schokolade, Limonade. Ich nehme gerne einen Kaffee. Ich hätte einen Kaffee. Nein, nicht.
Gibt es keinen Kaffee für mich? Schade. Wie kann man als Trainer seine Pokémon für eine harte Arbeit belohnen? Sag du es mir. Hast doch bestimmt einen Trick dafür. So, was sagt das Mädchen hier? Wer die Wechselwirkung zwischen den Typen gemeistert hat, braucht sich auch vor starken Gegnern nicht mehr zu verstecken. Ah, okay. Dialoge, die es hier auf jeden Fall wert sind. Hey, du da! Du bist eines dieser Kinder, die von Professor Plata und Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Dein Fünks macht einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Warum schaust du nicht mal in der Arena vorbei? Mein Schwesterchen würde sich bestimmt über Besuch von dir freuen. Auf jeden, da werde ich sehr bald vorbeischauen. Ich schaue mich noch ein bisschen hier in der Stadt um. Im Stadtdorf hier. Was gibt's hier? Unsere Getränkeangebot. Kaffee, heiße Schokolade, Limonade. Ah, das Konkurrenzkaffee hier. Ums Eck. Ja, okay. Da gibt's noch einen Kaffee, wie es ausschaut. Mehrere Kaffees hier am einen Eck. Trainerschule, drücke für dein Team die Schulbank. Okay. Gehe ich nochmal in die Schule, wenn es sein muss. Oh, sieh an, ein neues Gesicht ausgezeichnet. Hier, das ist für dich. Zernfee erhält X-Angriffe. X-Angriffe wurden in der Itemstage verstaut. Und das hier ebenso. Zernfee erhält X-Abwehr. X-Abwehr wurde in der Itemstage verstaut. In einem Pokémon-Kampf kann es deinem Partner den Hals retten, wenn du als Trainer in jeder Situation das richtige Item parat hast. Okay. Wie du sicherlich bereits weißt, kannst du Pokémon-Items zu tragen geben. Okay, danke für die hilfreichen Tipps hier, von den Grundschülern hier. Am Kampf beteiligt Team Pokémon halten, auch wenn du ein Wildspokémon kämpfst, hängst, meine ich natürlich E-Punkte. Woher ich das weiß, eines meiner Pokémon ist auf diese Weise mal ein Level aufgestiegen. Ein Level nur. Aha. Was es mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auf sich hat, möchtest du wissen? Ich sag's dir. Was ist effektiv gegen Feuer? Feuer geht dagegen steckt Pflanze und Wasser zieht gegen Pflanze den kürzeren. Okay. Basiswissen, wie schon gesagt. Und du so? Oh, danke. Welchen bestimmt zugedeckt? Setzt dein Pokémon in Attacke ein, der Typ, der mich überall stimmt. Die steckt der Attacke. Ja, okay. Auf jeden. So ungefähr. Auf der Tafel stehen Erläuterungen zu den Statusproblemen, die sich Pokémon im Kampf zuziehen können. Welche möchtest du lesen? Wie wär's mit keine? Okay. Dann wieder raus aus der Schule, so schnell uns unsere Beine tragen können. Da bin ich froh, raus zu sein aus der Schule. Nicht noch einmal rein. Okay, das sieht aus wie eine Pokémon-Arena. Hallöchen, wer bist denn du? Auf Rollerskates durch die Gegend zu sausen, ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht auch? Moment mal, was sehen meine Müde? Gar kein Rollerskates. Ich sag dir was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar. Für mich sind Wettkämpfe nämlich alles, also nimmst du die Herausforderung an. Auf jeden. Sowohl bei Kämpfen als auch beim Skaten ist Geschwindigkeit der Schlüssel. Na dann, auf geht's mit Karacho in den Kampf gegen die Rollerskaterin Rachel? Rachel würde ich eher sagen. Ja, passt euch mehr. So, Fünks vs. Zickzacks. Unser zweites Teammitglied wurde immer noch nicht eingesetzt. Wir müssen es wohl offscreen mal trainieren, damit es mal ein bisschen was abbekommt. Oder es wird jetzt bald mal geoutet. Dann kann ich das auch trainieren. Kann es auch offen zeigen. Ich will, dass das erst im Spiel irgendwie geoutet wird, der Name. Dann kann ich das auch trainieren. Ein bisschen unprofessionell mit den Kameraeinstellungen und so weiter. Es wird ein bisschen bekloppt. Verzeiht's mir. Wow, ich gebe um.
Wow, ich gebe um. Vielleicht bist du sogar stärker als die anderen Letteren. Dann will ich mein Versprechen auch halten. Hier, dieses Paar Roller Skates ist für dich. Zwangfi erhält Roller Skates. Roller Skates wurden in der Basis der Eisenbahnstasche verstaut. Warte, ich lese kurz ein paar Zeilen aus der Gebrauchsanweisung vor. Diese Rollen passen auf jedes Schuhwerk. Bewege das Schiebepad, um in den Roller Skates zu schnüpfen, und ab geht die Post. Probier es einfach mal aus. Werde ich bestimmt bei Zeiten machen. Aber jetzt gehe ich erstmal rein ins Pokémon Center und lade meinen Pokémon wieder auf. Und dann geht's ab in den Arena-Kampf. Dann kann es auch zu einer Arena-Leiterin. Holla! Ist heute auch der Wurm drin, was ich hier labere. So, zack, zack. Die zwei Team-Pokémon, die ich schon habe, aufgeladen. Und weiter kann's gehen. Auf zur Arena-Leiterin mit Rollskatern an den Füßen. Na komm, rein da. Rein da. Zack, zack, zack. Geht doch. Die Novaria Arena. Na denne. Sieht doch nice aus. Dann sprechen wir mal mit dem Typen hier. Sei gegrüßt, zukünftige Champ. Wie geht's? Wie steht's? Ah, das wird dein erster Arena-Kampf. Was? Bist du aufgeregt? Klopft dein Herz von Nervosität? Ach was, mach dir keine Sorgen, es wird gut. Du hast doch dein Pokémon-Team dabei. Und schließlich ist es ja dein Team, das kämpft. Und nicht du. Stimmt's oder habe ich recht? Wenn du die Stange herunterrutscht, gelangst du zur Arena-Letterin und einigen anderen Trainern. Aber vorher habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. In dieser Arena kämpfen alle ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Ja, also mit Fünfkämpfen. Ich hab's kapiert. Puh. Ich spreche den natürlich wie in jeder Pokémon-Edition diesen Wärter hier, diesen Türstier in dieser sehr komplizierten Stimme. Und da sind wir schon in der Arena auf dem Spinnennetz der Käfer-Geschichte hier. Und da sehe ich auch schon den ersten Trainer kommen. Oder, ja, er kommt zu mir. Du versuchst dein Glück in der Arena. Na dann, herzlich willkommen. Los, zeig mir deine Pokémon. Na denn, eine Herausforderung von Teenager Matze. Matze, Matze, Matze. Leber wird von Matze eingesetzt. Nur ein Pokémon hat er. Ich habe zwei. Eins davon ist Markus. Und er ist Feuer-Pokémon. Und er setzt Glut ein. Er hat Glut. Das ist sehr effektiv. Superschall wird abgewehrt. Und noch einmal Glut. Ich verbrenne das Ladybar. Es wird mir nicht viel Schaden anrichten können. So. Noch einmal Glut. Dann haben wir das Ladybar besiegt. Und den ersten Trainer in der Arena bezwungen. Sieht glatt so aus, als würde Markus Level 11 erreichen und Yoda lernen. Und dann besiege ich den Trainer Matze. Das Tolle an Pokémon Arena ist, dass man dort jede Menge unterschiedliche Pokémon sehen kann. Zwangfee gewinnt 240 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Matze hervor. Ist recht. Und weiter voran geht's über die Wassertropfen. Die Tautropfen, die sich hier auf dem Spinnennetz gelegt haben, immer weiter voran, bis wir irgendwann bei der Arena-Leiterin ankommen. Immer weiter wie ein kleiner Käfer über das Spinnennetz. Okay. Und da sind wir schon da. Die nächste Trainerin hier. Du bist mir hilflos ausgeliefert, wie ein Insekt, das sich in eine Spinne verfangen hat. Das war ich zu bezweifeln. Das war ich euch zu bezweifeln. Geremina setzt Kokuna ein. Okay, los Markus, du bist dran. Kämpfe tapfer gegen die Pflanzen- und Käfer-Pokémon hier in der Arena.
Blut. Das wird's bringen. Ja, das hat's gemacht. Rauchgrüner wurde besiegt. Nice. Da war es nur noch eins. Kannst ja weitergehen. Göre setzt als nächstes Vatribi ein. Und es wird weiter gekämpft. Vatribi wird besiegt. Mit ein wenig Glut. Zack. Ich wollte gerade sagen, da war es auch um Vatribi geschehen, aber ein bisschen hält es aus, die Vatribi. Noch einmal Glut, dann haben wir es aber auch. Dann ist der zweite Trainer der Arena besiegt. Und dann geht es an den dritten. Und der dritte ist die Arena-Leiterin. Markus erreicht Level 12. Superb. Göre besiegt. Einfach unglaublich, wie stark du bist. Du gehst so schnell niemandem ins Netz. Zwangfee gewinnt 216 Pokémon oder und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Göre hervor. Sind wir mal bei der Arena-Leiterin. Hallöchen. Zwangfee, wer bist denn du? Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau, danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst? Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung, mein Gesicht der Niederlage, eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet, denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie man mit ein gutes Motiv im Fokus hat. Auf geht's! Versus Viola. Na dann, eine Herausforderung von Viola. Geweihherr. Okay, das ist ein Käfer-Wasser-Pokémon, wenn ich nicht irre. Das könnte ein kleines Problem werden. Vielleicht fangen wir mal mit Kratzer an. Mal schauen, was das bringt. Nicht viel. Auweia. Nassmacher ist nicht gut gegenüber Feuerattackern. Auweia. Ich setze trotzdem meine Feuerattacke ein. Das bringt nicht viel, aber auch ein bisschen. Ich kann ein bisschen was ausrichten. Auweia. Markus ist fast besiegt. Ich sollte mal einen Trank einsetzen. So, Trank auf Markus. Zack, da wird wohl gleich der Name meines zweiten Teammitglieds gedroppt. Und das ist recht untrainiert. Das ist schlecht. Das kann nicht so richtig kämpfen. So, Kratzer, komm, versuch's. Markus, du kriegst das hin, ich weiß das. Du bist ein starkes Teammitglied, du bist ein starkes Starter-Pokémon. Du bist ein ganz starker, du kriegst das hin. Ich weiß das. Nein! Ich habe mich geirrt. So. Lass mal heute auf zu wirken. Und mein nächstes Pokémon. Level 2. Auweia. Das kann ja nichts werden. Los! Streng dich an, Papageno. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Das kam mir in den Kopf. Und das kann ja nicht lange halten. Papageno wird es hier nicht lange im Kampf aushalten. Ja, Level 2 gegen Level 10 Pokémon. Ich muss das wohl noch im hohen Gras trainieren, bevor ich hier reinkommen kann. War ja klar, dass wir hier besiegt werden. Und dann auch gleich wieder ein bisschen Erinnerung an mein erstes Let's Play. Da bin ich auch hier sofort gescheitert. Ja, ein bisschen muss man sich an die alten Regeln halten. Zwangfee gibt ein bisschen Preisgeld und wird ohnmächtig. Wird schwarz vor Augen. Oh, wei. Fail Nummer 2. Lass uns erstmal dein Team heilen. Na dann. Da haben wir seinen Namen gedorbt. Da haben wir jetzt Markus und Papageno. Als Teammitglied. Brauchen wir noch ein paar Tränke oder haben wir hier noch? Auf jeden Fall genug, aber ich glaube, ich muss auch aufzugehen, mal ein bisschen mein Pokémon-Team trainieren. Jetzt den lieben Papageno. Der muss dann in der Arena ein bisschen
ein bisschen Kraft beweisen. Der muss mitkämpfen. Hey, du da! Du bist eines der Kinder, die von Professor Platan Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Dein Phoenix macht einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Warum schaust du nicht mal in der Arena vorbei? Mein Schwesterchen würde sich bestimmt über Besuch von dir freuen. Ich war da schon. Ich hab versagt. Kläglich hab ich versagt. Da kann ich bestimmt lang, aber da will ich noch nicht lang. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal auf diesen Weg hier. Da kam ich her. Da will ich noch ein bisschen trainieren. Okay. Kann ich gegen dich kämpfen? Das werde ich bestimmt gleich machen. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ja, mein Gefühl hat es mir richtig gesagt. Wir sind schon mit der Zeit vorbei. Diesen Part muss ich an dieser Stelle beenden. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder vor der Arena. Ich werde offscreen ein bisschen die beiden trainieren, den Papageno und den lieben Markus. Dann sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder und starten erneut in die Arena stärker und voller Kraft und mit neuer Energie. Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. Bis dahin, habt noch einen angenehmen 40-Tag. Haut rein, man sieht sich. Ciao, ciao.